Ich habe ja gesagt, heute kommen einige Filme und ich habe Glück. Ich bin auf der anderen Seite von dem Berg mit dem Tunnel, den ich mal gefilmt hatte. Moment, wo bin ich jetzt? Altenberg, ne? Wo sind wir jetzt hier genau? Ahrweiler. Sorry, Ahrweiler. Oder? Ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Also ihr seht, hier sind die Dachdecker schon dran. Und schließen die Fallrohre an, provisorisch mit so einem Fallsack hier, denke ich mal, heißt der. Sieht man oft bei Neubauten, wo die Dachrinne noch fehlt oder das Fallrohr, dass es einfach angeschlossen wird und das Wasser definiert irgendwo hingeleitet werden kann. Ne, nee, das heißt nicht Ahrweiler, das heißt Altenahr, glaube ich. Jetzt brauchen wir es. Ja? Das wird gleich einer hier schreiben, wie es heißt. Ne? Altenahr. Hier schreibt gerade die Tanja Köhler Altenahr. Ne? Ja, ich höre mich gerade gut gelaunt an. Die Laune ist gut, weil die Jungs hier mit 500 bis 600 Leuten aufgeschlagen sind. Die Dachdecker deutschlandweit, aus Berlin habe ich eben mit Leuten gesprochen. Wenn ich das hier aber sehe, Beate, das ist tatsächlich hier, wo wir wandern gegangen sind, oben auf die Burg, die hier oben auf dem Berg ist. Ich habe gestern probiert, noch Bilder zu finden bei mir am Handy, aber ich habe sie leider nicht gefunden. Wir waren hier vor, weiß nicht, 6, 7, 8 Jahren, da war noch meine treue Seele, der Ben, mit dabei, mein Herzenshund, sag ich mal. Der ist nämlich mit hier hochgegangen noch, da oben hin. Von hier sieht man es. Und es war wirklich ein wunderschöner Ausflug. Wir haben auf der anderen Seite vom Berg geparkt, sind durch den Tunnel hier hingegangen zu Fuß. Man kann das nicht mehr, hinten fehlt am Tunnel. Da fehlen, weiß ich nicht, 100 Meter, weil da eine 14 Meter Schlucht entstanden ist, weil das Wasser so hoch gestiegen ist und durch die Tunnel hier rausgeflossen ist. Also nicht durchs Flussbett, sondern durch den Straßentunnel. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit und gehe hier mal entlang. Also hier war ich auch noch nicht. Ich habe hier die Zerstörung noch nicht gesehen. Da hängen Reste von einem Wohnwagen. Livestream. Darf ich euch filmen? Oder? Das kannst du uns filmen, ja. Ihr seid hier mit Pumpwagen, oder was? Ja, Kraft- und Spülwagen. Wo kommt ihr? Also ihr seid von Ahrweiler. Hessen, Gießen. Gießen? Genau. Ach nee, der Aufkleber ist nur Hilfe für Ahrweiler. Ja. Seid ihr jetzt einfach hier hingekommen und, oder seid ihr angefordert worden? Seit 2 Wochen. Also wir, unser Team, seit einer Woche und ein anderes Team davor schon. Wahnsinn. Ihr seid der Hammer. Ja, es hat genug zu tun hier. Habt ihr den Kanal denn einigermaßen frei jetzt, oder ja, was? Ja, wir sind momentan in... Ja, komme ich jetzt nicht drauf. Kreuzberg immer momentan. Ja, mit den Orten ist es so schwierig, ja, ne? Schwierig. Ja, vielen Dank an euch. Ne? Also ihr seht, was hier alles für Firmen sind. Aus Gießen mit 2 Pumpwagen und sind ja die ganzen Kanäle am Freimachen. Das heißt, das Wasser, was von den Dächern abfließt, muss natürlich den Kanal finden und vom Kanal aus hier abgeleitet werden. Ihr seht, wie es hier aussieht. Ich bin jetzt aus, erste Mal hier, wiederhole ich jetzt nochmal. Ich habe mich nur immer bis auf die andere Seite des Berges hier bewegt, weil da kann man nicht weiter, weil eben ja, die Straße fehlt. Ihr seht, was hier für eine Wucht gewirkt haben muss, um sowas hier auseinanderbrechen zu lassen. Ja, ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Ich will euch nur noch mal zeigen, ihr habt immer mit mir nur einen kleinen Teil des Ahrtals gesehen. Ich glaube, das nennt sich Mittelahrtal. Und ich nehme euch jetzt mal in den oberen Bereich mit. Boah. Wäre ich fast hingeflogen. Also der Matsch ist so glatt. Ich hoffe, dass das mit den Dachdeckern alles gut geht. Das ist der Matsch, der klebt unter der Sohle und man rutscht auch nach Matschstellen noch aus. Firma Hagedorn. So, ihr habt Glück. Der Klingelmodus ist wieder an. Hier wäre jetzt der natürliche Bachlauf gewesen, der A. Einmal hier um den Berg rum in der Schleife. Die Schleife ist ja auch erst vor 3 Tagen abgesucht worden oder vor 4 Tagen. Ihr erinnert euch an das Video mit der Wärmebildkamera.
mit den Leuten, die die Kadaver hier suchen. Und wann war es? Vor 3 Tagen war es, glaube ich. Und da ist ja dann wieder auf der Kamera was aufgetaucht. Und wenn hier 200 bis 300 Liter Niederschlag kommen pro Quadratmeter bei den Hängen hier, dann wisst ihr, dass das Wasser hier in Sturzfluten runterkommt, auch an den Hängen. Und es hatte wohl an dem Tag auch den ganzen Tag geregnet. Ich nehme euch einfach mal mit. Hier ist das Wasser durchgeschossen. Da hatte ich, glaube ich, auch ein Video gepostet. Genau, das Video ist, habe ich gestern oder wann hochgeladen, wurde mir zugeschickt oder geteilt. Ja, hier ist es durchgeschossen. Da hinten wird Schwemmgut gehäckselt mit einem großen Hacker und direkt abgefahren. Also ich gehe nicht zu weit nach vorne. Hier der Weg ist unterspült. Das, was ich hier mache, jetzt bitte nicht nachmachen. Ich weiß aber, wie es aussieht, weil ich auf der anderen Seite gestanden habe. Hier kann man jetzt noch gehen, aber hier fehlt die komplette Schleife von der Straße. Ihr seht, wie es hier aussieht. Also wir hatten damals hier das Auto geparkt, sind durch den Tunnel gegangen und auf die wunderschöne Burg da oben hochgewandert. Das sind hier Ausflugsziele von Kölnern, auch von Holländern. Also auf den Campingplätzen waren wohl auch ganz viele Holländer, wo man einfach hinfährt. Man ist schnell hier in einer Stunde und ist in einer komplett anderen Welt. Die komplett andere Welt ist jetzt für mich eben die Katastrophenwelt hier. Ihr seht, was hier für eine Gewalt geherrscht haben muss. Ja. Ich gehe jetzt wieder zurück und ich weiß nicht, ich lasse das Handy einfach laufen gleich im Auto. Ich klemme das wieder hinter die Windschutzscheibe und ich will eigentlich nach Altenburg hochfahren und da nochmal abklären. Wir haben nämlich ganz viele Betriebsmittel bei uns stehen, was die brauchen, was wir rüberschicken können. Und Transportfahrzeuge ist immer noch ein großes Thema für den Abtransport vom Müll. Da kann man auch nicht jedes Transportfahrzeug nehmen. Also irgendwelche Abschiebewagen oder Walking Floor Mulden sind einfach zu groß. Die Straßen sind noch zu kaputt. Da sind zu große Höhenunterschiede. Das ist ein Auflieger, der zu lang ist und zu niedrig ist, aufsetzen kann. Also die ganzen Bilder hier sind ziemlich erdrückend, weil hier einfach, ja, weil man hier einfach noch diese richtige Katastrophe sehen kann, die hier passiert ist. Und es ist ja, heute Abend wären es 3 Wochen dann, ne? 3 Wochen her. Ich frage auch immer die Leute, wo man hinspenden kann. Ich mache das ja mit der Kreissparkasse Ahrweiler. Da haben wir ja dieses Soforthilfe-Spendenkonto eingerichtet. Ich habe mit dem Vorstand zusammengesessen. Die machen auch alles, was bei mir ankommt an Spendengeldern, an Werbeeinnahmen und so. Das geht direkt auf das Konto. Auch meine Kappe, die ja heute wieder irgendwann
bei eBay reingeht. Das läuft alles über die Kreissparkasse. Ich habe gesagt, macht das bitte. Ich möchte nichts mit Geld zu tun haben. Ich möchte mir nicht nachsagen lassen nachher, weil es gibt immer Leute, die einem nur was Schlechtes wollen. Der hat sich das Geld selber eingesteckt. Deshalb kann ich euch schon versichern, dass ich gar nichts davon in die Hand kriege. Es geht alles sofort auf das Spendenkonto. Ich denke mal, dass hier eine wunderschöne Promenade war. Ich hier gerade zweimal Anruf aus Holland. Es sind auch viele Nachbarn hier, also viele holländische Firmen habe ich gesehen. Vielen Dank an euch, wirklich herzlichen Dank. Ich denke, viele wissen auch, dadurch, dass sie hier Urlaub machen, wie es hier eigentlich aussieht und haben hier einen konkreten Bezug zu vielen Orten oder Campingplätzen, die ja leider nicht mehr existent sind. Die ganze Campingplatzgeschichte kann ich nur dem Wilhelm Hartmann tiefen Respekt zollen. Der war sozusagen als Pionier hier mit unterwegs und die haben probiert eben ja noch was zu retten oder Menschenleben vielleicht noch zu retten, aber ihr könnt euch vorstellen, was hier bei der Gewalt, welche Chancen man da hat als Mensch. Das ist eigentlich auch die schlimme Erkenntnis, die man irgendwann erlangt. Als ich hier angekommen bin, wir haben wirklich, man hat so einen Adrenalinschub. Man nimmt so vieles hin, was man normalerweise nicht hinnehmen würde, an Belastung, an Eindrücken, an Einflüssen, um einfach nur voranzumachen, weil man immer die Vorstellung hat, vielleicht schaffst du mit deiner Arbeit noch irgendwo wen zu finden, zu retten. Aber das muss man leider dann akzeptieren, dass man nur Rettungswege freimachen konnte, um zu Leuten zu kommen, die noch im Haus eingeschlossen waren. Aber dass wir jetzt konkret irgendwie tatsächlich irgendwen aus einer misslichen Situation retten konnten, das war leider nicht mehr so. Ja, hier ist die Bundeswehr auf jeden Fall. Ich denke, so darf ich die ja filmen. Von Namen nicht, wegen dem Namensschild, da gibt es irgendwelche Regeln. Bundeswehr ist wieder mit dabei. Ich bin hier, wie gesagt, zum ersten Mal. Ich kann jetzt hier nicht erkennen, wie hoch die... Oh doch, ich glaube, die Welle war bis da oben. Erstes Stockwerk. So, ich klemme euch mal hinter die Windschutzscheibe und lasse einfach das Handy an. Ihr seht, wie mein Auto aussieht, aber das ist völlig egal. Also hier sind die Dachdecker angekommen schon. Ich denke, die sind jetzt auch erstmal geschockt. Hi.
Hi. Ihr seid live, ne? Eigentlich vor Ort, ne? Oder? Nein, wir, oder sind, nicht? Aus, wir sind aus Mainz. Achso, dann habe ich das eben falsch verstanden. Wir sind aus Rheinhessen. Wir sind genauso hier wie die Kollegen aus ganz Deutschland. Wir helfen hier. Ja, wir wollen Löcher stopfen, Dächer abdichten, Fallrohre anschließen. Ja, das Grundwasser entlasten. Das ist unsere Aufgabe hier. Ja, super. Ja, ich hatte dich eben oben gesehen. Ja. Da hatte einer gesagt, der hat seinen Betrieb hier unten verloren durch das Hochwasser. Aber dann habe ich es falsch verstanden. Nein. Wir sind insgesamt so circa 13, 14 Betriebe, die hier betroffen sind. Das ist ja auch im Prinzip das Tragen. Ja, hier aus der Region, die sind teilweise selbst geschädigt, sodass sie gar nicht hier den Anwohnern zur Verfügung stehen können. Und das, deshalb machen wir ja diese Aktion hier, die bundesweit jetzt quasi gestartet. Super für euch. Also wirklich, ihr seid wieder die Helden und die Engel, die jetzt gleich hier hochschweben mit ihren Gerätschaften. Aber du warst du schon mal jetzt hier gucken, oder? Ich kenne ja den Bernd Grinninger, wir sind ja in Kontakt und so, auch über unsere Berufsorganisation. Und als ich das mitbekommen habe, was hier so passiert, und dann haben wir uns hier am Samstag getroffen und wir waren unten in Maischoss, ja, da hat der ja auch Bernd Grinninger auch Bekannte, da ist das ja auch so ein bisschen entstanden, haben uns das angeguckt, dann sind wir hier durch Altenahr und also ich war echt geschockt, ja, und auch habe mich mit einigen der Anwohner hier unterhalten und da war das für mich auch ganz klar. Ich habe dann mit meinem Team gesprochen und die haben gesagt, sofort, sofort, ja, also das ist auf jeden Fall jetzt ein Thema, da wollen wir unbedingt helfen und deshalb sind wir heute hier. Ja, super. Und wir hoffen, dass wir viele Löcher stopfen können, viele Fallrohre anschließen können, ja, und dass wir am Ende wirklich auch das Gefühl haben, richtig geholfen zu haben. Auf jeden Fall, mit Sicherheit. Also ihr gebt den Leuten Hoffnung, das ist wirklich so wichtig hier. Ne? Danke euch. Okay, vielen Dank. Bis dann. Ich halte hier noch mal kurz an und nehme euch noch mal mit. Also ich muss auch gestehen, ich hatte am Anfang, als ich die ersten Videos gemacht habe, ich bin hier nicht hingefahren, um Videos zu machen oder irgendwas. Das wollte ich nicht. Am Anfang hatte ich wirklich ein Problem damit. Aber als ich irgendwann gemerkt habe, dass sich hier irgendwie nichts tut oder dass wir einfach hier mehr Manpower brauchen, dann blieb mir nichts anderes übrig, als über die Schiene hier zu kommunizieren. Wir hatten in Waldpforzheim immer nur an einer Stelle Internet. Und zwar oben auf dem Berg, wo wir den Müll abgekippt haben. Und deshalb hatte ich da immer nur die Möglichkeit, über Facebook einen Aufruf zu machen. Und dann, zack, war der Empfang wieder weg. Und deshalb musste ich das Medium hier nutzen. Und es hat ja wirklich funktioniert. Also ich kann verstehen, wenn Leute sagen, ja, sowas muss man ja alles nicht unbedingt posten. Aber wenn ich es nicht gepostet hätte, hätte das alles nicht funktioniert in der Form, wie es jetzt hier läuft. Also ich will mir nicht anmaßen, dass ich jetzt das hier ins Leben gerufen habe, aber damit habt ihr euch ein Bild erstmal machen können, wie schlimm das hier ist, weil man in den normalen Medien ja eigentlich gar nichts davon mitgekriegt hat. Und ich wusste nicht, wie ich es euch vermitteln kann, dass wir das niemals alleine schaffen. Ich mit meiner blöden Erdkarre, ich dachte wirklich, ich fahre da hin,
dann hilfst du ein paar Stunden und dann läuft das hier wieder. Ich hatte keine Ahnung davon, was hier wirklich passiert ist. Keine Ahnung. Es kann dir auch keiner erzählen im Radio, was hier wirklich passiert ist. Das kannst du einfach nicht fassen. Ihr könnt es auch nicht sehen anhand der Bilder, die ich euch gerade hier übermittle. Du kannst diese Größenverhältnisse nur fassen, wenn du es siehst. Und das sagt jeder. Und deshalb habe ich einfach das Medium hier. Moin und Dankeschön. Ne? Bitte. Überall Dachdecker hier. Deshalb muss ich das Medium hier nutzen, um aufmerksam zu machen. Das war mein Ziel. Mit Selbstdarstellung hat das rein gar nichts zu tun. Das brauche ich gar nicht. Ich bin wirklich ein gefestigter Mensch. Ich muss von keinem ein Lob haben oder sonst was. Ich bin so im Reinen mit mir und so zufrieden und glücklich in meinem Leben. Das brauche ich alles nicht. Und ich wollte einfach nur, dass den Menschen hier geholfen wird. Das wollte ich einfach nur mal klarstellen. Weil ich schon mal Sachen lese, da komme ich auch sehr gut mit klar. Man kann mir alles sagen, weil ich weiß ja nun mal, wie ich bin und wie ich ticke und welche Überzeugung ich habe und wie ich denke. Und wenn mich Leute probieren, in eine gewisse Ecke zu drücken, ja, dann sollen sie es machen, wenn sie damit glücklich sind. Kann mich nicht tangieren. So, genug über persönliche Sachen geschwafelt. Ihr seht, wie es hier aussieht und ihr seht, dass hier Hilfe notwendig ist und dass das keine kleine Sache ist. Und das 500 Millionen, das ist gar nichts, überhaupt nichts. Ja, ich bin hier auch zum ersten Mal und auch wieder geschockt, wie schlimm das ist. Meine Vorstellung war immer, oben im Tal kann es nicht so schlimm sein, weil die Wassermenge sich ja potenziert, je tiefer man ins Tal kommt. Aber dem ist nicht so. Es ist hier eigentlich schlimmer. Also, was heißt schlimmer? Es ist hier mindestens genauso schlimm wie unten im Tal. Bedingt dadurch, dass das Tal einfach enger ist und dadurch die Welle zum Teil 14 Meter über die Häuser hinweggegangen ist. Da sind überall Kanister. Das ist das, was ich meine. Man kann hier noch volle Kanister oder beschädigte Kanister rausholen. Der Kanister ist halb voll. Es ist so wichtig, hier die Böschung aufzuräumen. Und das muss ohne irgendwelche blöden Genehmigungen kommen. Ihr seht hier den Ölfilm. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Ihr seht, wie die A hier glänzt mit Öl. Das Öl kommt ja irgendwo her. Also es ist eine Zerstörung hier passiert. Das ist einfach nicht fassbar. Hier ist überall Öl auf dem Wasser. Überall. Und ihr wisst, ein Tropfen Öl, wie viel 1000 Liter Wasser man braucht, um das zu verdünnen. Ich weiß nicht, seht ihr das mit dem Öl? Ja, seht ihr. Schreibt einmal, man sieht den Regenbogen. Also das zieht die A runter, es kommt ja irgendwo her. Und das sind so Sachen, die ich persönlich nicht verstehe. Dann höre ich irgend so einen Scheiß vom Krisenstab, wie man gegen die Wasserverschmutzung vorgeht. Ich kann euch sagen, wie man dagegen vorgehen muss. Geht die Böschung ab hier, holt die Kanister raus, die hier auslaufen. Die Keller habt ihr ja schon leer gepumpt. Ich habe gestern gehört, es gibt keine IBC-Container mehr. Man weiß nicht mehr, wohin damit. Es gibt keinen Abtransport von IBC-Containern mit einem Wasserölgemisch, was aus den Kellern gepumpt wird. Da hapert es gerade extrem dran. Es sind so viele Sachen hier zu regeln, mit denen man so eine Katastrophe hier vermeiden kann, wie ihr sie gerade seht. Hört endlich auf, so einen Scheiß zu erzählen bei den Pressekonferenzen. Packt endlich an und redet mit den Leuten, die hier unten sind. Ich kann euch das doch alles hier schon mit Bildern zeigen, wo hier Kanister liegen. Da muss man hingehen, den Kanister aufheben und wegpacken. Das ist so einfach zu machen, wenn man hier Kolonnen entlang schickt. Ich habe hier noch keine Kolonne gesehen, die hier irgendwo entlang geht und sich einfach nur mal darum kümmert. Ich finde es unglaublich, dass wir dann aufhören sollten, aufzuräumen, was ja von der unteren Wasserbehörde dann doch wieder in Auftrag gegeben wurde. Die Frau, die hat sich gewundert, wo die ganzen Anrufe herkommen und sagte dann, nee, macht bitte weiter und wenn von oberer Stelle was kommt, müsst ihr leider dann wieder aufhören. Ihr merkt, hier kommt wieder ein Anruf nach dem anderen. So, ich fahre jetzt mal weiter. Ich nehme euch mit und lasse das Handy laufen. Der hat es auf dem Kreuzband. Überall die Pumpenwagen,
Ihr seid echt sowas von wichtig für die Kanäle gegen Starkregen, der dann kommt. Und dass hier nicht noch wieder alles voll läuft. So historische Gebäude hier. Auch alle schwer in Mitleidenschaft gezogen. Also, ich bin gerade wieder ein bisschen geschockt, weil das hier, die ganzen Arbeiten haben wir schon gemacht, überall in Wolpertsheim, schon lange. Aber ich weiß auch nicht, ob man hier, das ist ja immer die Frage, ist das Gebäude überhaupt noch sicher? Ja, ich gehe mal wieder raus, ich wollte es euch nur zeigen. Tut mir leid, wenn ich hier eine Privatsphäre gestört habe, aber die Bilder müssen einfach raus. Ja, das ist auch ein Aufruf an die Umweltverbände, NABU und wie sie alle heißen. Wo seid ihr? Warum geht ihr nicht die Böschung ab? Wenn ihr Tiere retten wollt, wenn ihr was für die Umwelt tun wollt, sammelt die blöden Kanister ein, die überall rumliegen. Ich muss hier nochmal anhalten, also ich bin wirklich gerade ein bisschen geschockt. Ich nehme euch wieder mit. Wie gesagt, ich kenne das nur von der anderen Seite vom Berg, weil wir hier nicht durchgekommen sind. Hier ist eine Deponie. Immer auf Freistellen sind Deponien angelegt worden. Das ist das größte Problem, den Müll wegzuschaffen und dafür zu sorgen, dass hier keine Seuchen entstehen. Also es ist einfach unfassbar, egal wo ich hinkomme, es ist unfassbar. Viele Leute sagen, ich soll quer filmen, aber das geht bei den Live-Videos sowieso nicht, die sich das anscheinend auf normalen Bildschirmen anschauen. Und wir sind wieder nur in einem kleinen Bereich hier von dem ganzen Tal. Ihr seht, wie viele Maschinen hier im Einsatz sind. Alles Spezialmaschinen mit Sortiergreifern.
ein schwerer Radlader, ein Deponieradlader ist das, oder aus dem Kieswerk wahrscheinlich. Erdmulden, THW ist auch hier am Rauspumpen, die machen hier wirklich viel für die technischen Sachen. Überall sieht man hier Pumpen von denen aufgestellt, also die leisten alle ihre Arbeit genau für das, was sie können und wofür sie da sind. Und ich habe ja gesagt, hier auf den Baggern sitzen überall Spezialisten drauf, die das jeden Tag machen. Das ist natürlich ein Unterschied. Moin. Moin. Dürfen wir gefilmt werden? Alles gut, alles gut. Wo kommt ihr her? Grashof Bentheim. Von Bentheim? Ja, Grashof Bentheim. Ja, hier hat ein Weg Küpers. Und ihr helft jetzt einfach hier, oder ja, was? Ja, genau. Wir sind seit Samstag hier. Seit Samstag und ihr fahrt hier Container, oder was? Ja, Container. Die ganzen Heizöltanks, die werden abgesaugt. Ich habe gehört, es fehlt an IBC-Containern. Kann das sein? Ja, diese Baker-Container, wo das drin abgelassen wird, die sind ja 70 Kubik. Da wird da drin abgelassen. Ja. Ich sehe jetzt hier so einen Ölfilm die ganze Zeit auf der A. Weißt du, wo der herkommt? Kommt das aus den Kellern? Ist das Mischwasser mit Heizöl? Oder? Das ist eine berechtigte Frage. Das weiß wahrscheinlich keiner. Also eine treffende Antwort kann da keiner drauf sagen. Aber wir sind auf jeden Fall, wir sind zu siebt hier. Wir sind jetzt das zweite Mal hier. Letzte Woche waren welche in Ahrweiler. Die haben nur Keller abgesaugt. Jetzt diese Woche sind wir seit Samstag hier. Zwei Saugwagen. Die saugen nur Heizöltanks ab. Gestern ist noch ein Sattelauflieger ist noch dazu gekommen. Und ein Bagger haben wir hier, ein Kurzheckbagger. Wir beräumen im Moment die Bahn. Wir sind hier mit einem 8x8 Abrollcontainerwagen und unser Vierachser 8x8, der ist hier auch gerade vorbeigefahren. Nur um das mal richtig einzuordnen, ihr seid hier einfach hingekommen, um zu arbeiten, zu helfen. Ja, wir hatten hier wohl schon einen Ansprechpartner. Ihr habt einen Ansprechpartner? Wir haben hier einen Ansprechpartner. Ja, ich höre, hier oben im Tal läuft es besser, weil wir haben eigentlich keinen Ansprechpartner. Doch, jetzt haben wir angeblich die Ortsvorsteher. Hier ist eigentlich auch totales Chaos. Also, das ist ganz klar. Ja. Erst ist man hier, dann ist man da. Ja. Aber man kann es ja auch irgendwie schlecht in den Plan fassen, was hier los ist. Ne? Das ist ja irgendwie. Das geht nicht. Ein Planspiel ist hier nicht möglich im Prinzip. Nee, das geht nicht. Ja. Ja, vielen Dank an euch. Also das ist ja, super Sache. Also nur mal an euch, die jetzt zuschauen, umgedacht, das, was ihr in eurem Job macht. Ihr fahrt jetzt mal eben nach Bayern oder sonst wohin, wo gerade Notfall ist. Arbeitet da mal für zwei Wochen für Nüsse, nehmt Urlaub dafür, je nachdem. So ist es hier größtenteils gelaufen. Ne? Oder die Firmen sind selbst gekommen, ne? Der Betriebsleiter oder der Chef der Firma oder Inhaber und hat dann seine Leute hier hingeschickt, einfach um Ersthilfe zu leisten. Ja. Ne? Wir werden jetzt noch bis Donnerstag oder Freitagmorgen werden wir noch bleiben und dann werden wir jetzt mal abrücken und ob da nächste Woche noch wieder welche kommen und so, das steht noch offen. Ja. Was mir auffällt von den Betroffenen, sind eigentlich relativ wenig Leute hier, die wohnen alle woanders im Moment, ne? Oder? Ja. Also es ist schwierig mal mit einem zu reden, weil bei den Kollateralschäden, die jetzt hier sind, das ist... Ja. Es geht an eine Substanz für die Leute, wie die wohnen. Ne? Ja. Also die müssen auch irgendwie klarkommen. Das ist für alle hier nicht. Alle Beteiligten, wie hier wohnen, ist es nicht einfach. Ja, für euch ja je nachdem auch nicht. Ne? Also was man jetzt zum Teil mitkriegt. Man spricht hier wohl mal was ältere Leute, die ihr Hab und Gut alles verloren haben. Ne? Da ist nichts mehr von da. Wenn du überlegst, da die Häuser, die da ganz hinten gestanden haben, die standen bis oben am Knopf am Dach, stand da Wasser. Bis zum Dach, oben am letzten halben Meter. Der letzte halben Meter war kein Wasser. So viel Wasser stand da, also die haben alles, was sie hatten. Alle Hab und Gut haben sie verloren. Hier ist nichts mehr von da. Ja. Und das ist echt traurig. Und wenn du dann siehst, da so viele Helfer sind, die vor allem am Wochenende, dann ist da richtig was los hier. Dann kommen so viele Leute und die wollen alle helfen und dann müssen wir auch wir als Maschinisten sein, noch richtig aufpassen. Ja, das ist ein Riesengewusel. Ne? Ja, das ist alles durcheinander. Da ist keine Struktur drin. Ja. Das, aber gut, das ist auf dem Moment so. Und dann sind wir eigentlich jetzt auch noch eine Woche geblieben, dass wir in der Woche auch noch richtig was schaffen können. Ne? Ja. Weil dann ist hier nicht so viel los. Also ich sag mal mit den Helfern. Ich kann nur hier für die Bauern immer so sprechen, weil ich da am meisten mitkriege. Zum Teil sind die dann nachts extra gefahren. Die haben dann gesagt, so, wir fahren nachts, geben richtig Gummi, fahren vielleicht auch mal einen Zahn schneller, weil keine Leute da sind. Ne? Richtig. Und die haben hier alle so gearbeitet, wirklich, das Ziel war, möglichst viel Masse möglichst schnell zu bewegen, rauszukriegen. Das war das Ziel. Und alles andere hat man untergeordnet. Den Schlaf,
das persönliche Wohl hat man untergeordnet. Ich muss das hier mal so klar ausdrücken. Hier waren Leute bei, die haben 30 Stunden am Stück gearbeitet, ganz am Anfang. Ne? 30 Stunden am Stück. Ich muss das erwähnen, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Nein, nein, das ist schon richtig. Ja. Du, wir machen auch unsere Stunden. Wir sind morgens hier um 7 Uhr hier und wir sind abends gegen 11 Uhr, halb 12 fahren wir hier wieder weg. Ja. Also wir machen auch unsere Stunden. Genau, also hier kann man nicht von Regelarbeitszeiten ausgehen. Hier wird einfach gemacht, was richtig nötig ist. Ne? Richtig, genau. Und am Anfang war eben viel nötig und deshalb brauchten wir die ganzen Bekloppten, die fähig sind, überhaupt so lange zu arbeiten. Ne? Und wie gesagt, ich kann da jetzt nur für Landwirte, Lohnunternehmer sprechen. Wir sind in der Erntezeit im Erntemodus. Das ist für uns nichts Besonderes, mal eine Nacht durchzuarbeiten. Das ist so. Ja. Okay. Ich danke euch von Herzen und alle, die zuschauen. Ihr habt gerade 8500 Zuschauer, die live zuschauen. Super Sache, was ihr da macht. Nee, von euch ist das super. Das ist genial, wirklich. Ihr habt alle die Maschinen, die wir jetzt hier brauchen, ihr pumpt hier Keller leer. Das ist mit Abstand das Wichtigste aktuell, meines Erachtens. Ne? Und mich wundert, dass die über die Brücke hier fahren. Das ganz nebenbei sei ja auch noch mal gesagt, es sind ja viele Gastwirtschaften, die haben aufgrund von Corona-Hilfen, haben die Heizölvergünstigungen bekommen und was weiß ich. Und die haben nahezu alle Tanks sind voll. 40.000 Liter, 20.000 Liter, die müssen alle weg. Das normal tankst du ja deinen Tank im Sommer voll, weil es am günstigsten ist. Jetzt war anscheinend die Situation, dass sie alle voll waren. Ne? Und das kann die Situation natürlich verschärfen, die wir hier haben. Ne? Ich möchte nur mal ganz kurz zeigen, ihr seht, welche Fahrzeuge hier die ganze Zeit fahren. Ne? Hier fährt natürlich auch Feuerwehr und so. Der hat auch einen Container drauf. Aber nicht für Materialtransport, da ist auf jeden Fall, weiß ich nicht, Technik drin. Aber ihr seht, welche Fahrzeuge hier die ganze Zeit fahren. Da kann sich der Herr Linnertz noch so rauswinden und nicht mal benennen, wer hier am Arbeiten ist. Ich zeig's euch einfach. Ne? Okay, ich fahre jetzt weiter. Danke. Vielen Dank an euch. Jo. Danke auch. Ciao. Ja, und vielen Dank an die Telekom. Gut, kritisch bleibe ich. Das Netz hätte viel schneller aufgebaut werden müssen. Wir konnten nicht kommunizieren. Die Leute hier konnten nicht telefonieren. Das Thema muss auf jeden Fall aufgegriffen werden, wenn es um Katastrophenschutz geht. Dass die Kommunikation direkt aufgebaut werden muss. Da muss es auch einen Notfallplan geben. Es kann nicht sein, dass wir hier über eine Woche nicht telefonieren können und kein Netz haben. Und bei Vodafone war es noch viel länger, dass es nicht möglich war. Also, auch wenn ich das Bild hier zeige, ist es nicht unbedingt eine Werbung für euch, was die Fähigkeit angeht, ein Netz aufzubauen, kurz nachdem eine Katastrophe passiert ist. Hier wieder Dachdecker. Ich habe aus Versehen mein Fenster aufgelassen. Mein Auto sieht bald so aus, von innen wie von außen. Ich lese hier gerade was von Ortsvorstehern austauschen. Ich kann euch nur sagen, die Ortsvorsteher, die ich kennengelernt habe, hier im oberen Bereich und auch in Dernau und Maischoss, die Krisenstäbe, die sich da selber gebildet haben, könnt ihr nicht vergleichen mit dem, was ihr im Fernsehen seht. Die haben es wirklich drauf. Die haben was erschaffen, eine Struktur erschaffen, die seht ihr leider nicht im Fernsehen. Es wäre schön, wenn das Fernsehen da mal eine Pressekonferenz halten würde, wirklich mit den Krisenstäben, die sich selbst gebildet haben. Also ich war wirklich hin und weg. Das ist eben auch in Altenburg. Da war ich vor einer Woche oder noch länger. Da hat der Krisenstab getagt mit allen Beteiligten. Und das war sehr beeindruckend, wie sich da der Krisenstab gebildet hat. Und wirklich, was ich kritisiere, ist der Krisenstab, den ihr immer im Fernsehen seht. Ich halte jetzt nochmal an. Ich bin nicht weit gekommen, aber ich halte jetzt noch mal an.
Diese ganzen Kanister gehören hier überall nicht hin. Gut, das hier scheint irgendwie Kühlwasser zu sein oder was weiß ich was. Ich weiß nicht, was hier war. Ich könnte es jetzt bei mir auf dem Auto auf der Karte gucken. Anhand der Gasflaschen befürchte ich, dass hier ein Campingplatz war. Die ganzen Campingwagen, Wilhelm Hartmann war als erster hier ja mit vor Ort, sind natürlich direkt weggeschwommen und sind vor die Brücken geknallt und haben sich da alle verhakt. Das hat an einer Brücke, ich glaube, 3 Tage gedauert, bis man die Campingwagen inklusive Bewohner auseinander hatte. Mehr brauche ich euch nicht zu sagen, mit was für Sachen hier die Leute konfrontiert werden oder wurden. Ja, das ist ein Dieseltank. Ich denke, der ist für die Baumaschinen. Der wird wahrscheinlich befüllt. Der sieht vom Zustand so aus, als wäre er noch funktionstüchtig. Ich kann es aber nicht genau sagen. Da oben klemmt ein Siloballen. Hier sind ganz viele Kühe ertrunken. Ganz viele Pferde, Esel, Kleintiere. Das soll man auch nicht vergessen. Und diese Tiere findet man eben auch unter Verschüttungen wieder. Vorgestern sagte ein Baggerfahrer, er hat irgendwie Schutt weggeräumt und hat dann in eine Kuh gegriffen. Und das sind Sachen, die nimmst du mit, die kriegst du nicht weg. Ich nehme euch wieder mit. Ich möchte euch was zeigen. Ich habe mich gerade echt erschrocken. Ich möchte euch was zeigen. Ihr seht, was hier ist. Ihr seht, was hier war. Weiter geht's. Ja, jetzt bin ich in Altenburg, hier war ich schon mal, wie gesagt, beim Krisenstab auch, habe mit der Ortsvorsteherin gesprochen, weil das hier ganz schnell geregelt war, dass Kosten übernommen werden von den Helfern, was man bei uns in Bad Neuenahr-Ahrweiler ja erst jetzt am Freitag irgendwie mal auf die Kette gekriegt hat. Ich fahre noch ein Stück weiter und nehme euch wieder mit. Hier stehen wieder IBC-Container, meistens mit Heizöl und Wassergemisch. Ölwasser steht drauf, habe ich gerade gesehen. Ich habe auch wieder einen Reifendefekt.
aber der verliert nicht so viel Luft, dass ich jetzt irgendwo hin müsste. Also hier den Ort hat es wohl ganz extrem getroffen. Und ich nehme euch wieder mit. Wie gesagt, hier war ich jetzt einmal. Und zwar in dem Altenheim oben, wo der Krisenstab sich gebildet hat. Und das war wirklich vorbildlich. Vorbildlich. Auch die Ortsvorsteherin, die gestern in dem Politmagazin Mainz war, die hat das auch alles sehr gut im Griff. Also es ist wirklich beeindruckend. Was die Leute hier leisten oder welche Strukturen sich dann hier bilden. In Maischoss, da war ich auch total begeistert, wo diese tolle Kirche ist, mit dem Shop drin sozusagen, all for free. Und gigantisch, wie da dieser Krisenstab funktioniert, der selbstgebildete Krisenstab, wohlgemerkt. Ich habe irgendwie so einen ganz eigenartigen Husten. Ich war ein bisschen erkältet, aber diesen Staub vertrage ich auch nicht gut. Das war schon immer so in der Heu- und Strohernte. Wenn es staubt, da bin ich doch ein bisschen sensibel, was die Luft angeht. Und ich hoffe, dass sich das irgendwann mal wieder legt. Hier die Schleppergespanne, die ich heute Morgen gefilmt hatte. Ich bleib mal kurz stehen, film mal hier raus. Und weiter geht's. Der nächste Ort wäre Kreuzberg. Ich sehe hier auf meiner Karte, dass da auch Campingplätze waren. Ich glaube, da war es ganz schlimm. Ganz viele Baumaschinen links von mir. Hier Spezialdumper, die normal gar nicht für den Straßenverkehr zugelassen sind. Also wenn man hier mit dem Handy rumfährt am Ohr, sagt die Polizei nichts, weil jeder weiß, dass hier Sachen geregelt werden müssen. Es ist hier sozusagen die Straßenverkehrsordnung so ein wenig außer Kraft gesetzt, so wie ich das als Laie mal benennen mag. Ob dem so ist, mit Sicherheit nicht, wenn hier ein Unfall passiert. Dann gibt es natürlich da Regeln für. Ich weiß gar nicht, wie ich hier weiterfahren kann.
Ich glaube, ich bin hier ein bisschen falsch. Ich gucke einfach mal. Oh weia, oh weia, oh weia. Hier links war es ganz übel gerade. Ihr seht, wie wunderschön das hier eigentlich ist. Und überall wird hier gearbeitet. Überall. Es gibt keinen Ortsteil, wo nicht Maschinen unterwegs sind, Leute unterwegs sind, Handwerker unterwegs sind, DAW, Feuerwehr, überall. Hallo. Entschuldigung. Moin. Moin. Komme ich hier weiter durch? Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin auch heute am ersten Tag hier, kann ich Ihnen nicht sagen. Dankeschön. Ich bleibe jetzt hier wieder mit euch stehen, weil das ist einfach schockierend hier. Also für mich wieder auch schockierend. Ich habe viel gesehen, mit Sicherheit mehr als ihr, aber das ist so das Bewusstsein, dass man es einfach nicht fassen kann, was hier passiert ist und in welchem Ausmaß und wie schlimm. Firma Fritsche ist auch hier. Schönen Gruß, Conny. Bei uns aus der Ecke aus Neuss. Man kann es hier, glaube ich, nicht erkennen, wie hoch das Wasser stand, aber das erste Stockwerk war auch mit betroffen, auf jeden Fall. Euch mit. Ich bin, glaube ich, nur auf der falschen Seite von der A. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich probiere es einfach mal. Hallo, komme ich hier durch? Ich wollte das Tal mal talaufwärts fahren. Ach so, also bin ich auf der falschen Seite von der A sozusagen. Ich wollte einfach so weit fahren, wie es geht, bis nach Schuld oder Misch oder wie das heißt da oben. Ne? Ah, okay. Dann wende ich hin. Ja. Vielen Dank. Also ich höre gerade, ich bin auf der falschen Seite, so wie befürchtet.
Ich werde jetzt einmal drehen, weil die Straße endet in einem Wanderweg und ich lasse einfach das Handy an, auch wenn es jetzt, ja, weiß ich nicht, uninteressant ist. Ich lese gerade, dass es ein Soli für das Tal braucht. Also ich habe Sachen mitbekommen, dass Patenschaften und so weiter für Familien vergeben werden. Da ist ganz viel in der Mache. Richtig gute Ideen, glaube ich. Also jeder kann hier helfen. Das möchte ich nochmal wiederholen. Über Patenschaften, dass man sich Familien annimmt, dass Firmen Patenschaften übernehmen für mehrere Familien. Firmen, die vielleicht Baustoffe handeln und einfach sagen, so, wir unterstützen aus dem und dem Dorf so und so viele Leute. Das ist alles gerade in der Planung, in der Mache. Da werden ganz viele Sachen passieren, wo man seine Solidarität mit hervorheben kann und eben auf direktem Weg jetzt den Leuten helfen kann. Und das finde ich auch so fantastisch, was so an kreativen Ideen kommt und die wirklich auch Sinn machen. Und man muss es einfach vorwärts machen und nicht nur Ideen haben. Das ist immer so bei vielen Leuten das Problem, die haben wirklich super Ideen, aber dieses Machen fehlt dann immer. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich verstehen könnt, weil ich das Ding hier auf die Ablage geklemmt habe. Dann scharf nach rechts auf die B257. Und hier ist so eine nette Dame, die mir immer dazwischen quatscht. P und Z ist hier vertreten und angeblich muss ich hier, Moment, jetzt scharf nach rechts auf die B257 abbiegen. Hey, bin ich richtig? Gerade war die Verbindung weg. Hier rechts war auch Campingplatz, sehe ich gerade bei mir auf der Karte. Da ist leider nichts mehr von vorhanden. Alles Campingwagen, die ich hier auf der Karte sehe bei mir. Hier ist Mülldeponie, schätzungsweise 7-8 Meter hoch, damit ihr mal ein Größenverhältnis habt. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Schwemmgut, alles was hier angekommen ist. Hier links von mir liegen Wohnwagen, Reste von Wohnwagen. Jetzt das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Ja, hier rechts ist jetzt laut meiner Karte keine Bebauung gewesen. Hier ist Feld, Wiese, Weide. Da hinten liegt ein Auto,
darf man nicht an Seitenstreifen fahren. Hier ist richtiger schlammiger Matsch. Ich halte noch mal kurz an. Nur damit ihr wisst, wie weit das Flussbett schon aufgeräumt ist, der A. Und damit ihr wisst, wo vielleicht das Öl herkommt. Und damit man versteht, warum es einfach wichtig ist, Spezialbagger hier zu haben, die extra aus dem Schwarzwald gekommen sind, um das Flussbett aufzuräumen. Das soll ein kleiner Wink mit dem Zaunfall sein. Und weiter geht's. Hier steht das THW mit schwerem Gerät links von mir mit einem schweren Radlader. Hier liegen überall Wohnwagenteile rum. Jetzt ist rechts von mir ein Campingplatz, der fängt hier an, genau hier. Campingplatz Gut Pützfeld. Hier ist das Tal relativ breit, das heißt, hier war der Wasserpegel nicht so hoch. Ich glaube, das nächste Dorf heißt Ahrbrück. Das hier scheint schon Ahrbrück zu sein. Also von meiner Auffassung her sieht es jetzt hier Gott sei Dank nicht so schlimm aus, aber ich sehe ja nicht alles, ich sehe nur meinen Bereich hier. Bis zur A kann ich gar nicht schauen, meine Einschätzung. Wieder Heizöltanks. Na gut, nicht schlimm, hat sich gerade wieder aufgehoben. Also hier sieht es auch sehr schlimm aus. Ich probiere hier irgendwo mal anzuhalten, einen kleinen Überblick zu geben. Hallo? Darf ich euch filmen? Ihr seid auch Dachdecker, ne? Ja. Hallo. Hi. Ihr seid zufällig, Entschuldigung, die Frage. Zufällig, ob das Haus stehen bleibt oder nicht? Von meiner Einschätzung würde ich sagen, ja, aber ja. Ich kann es nicht sagen. Ne? Also ich habe keine Befugnis, irgendwas hier zu sagen. Der Fahrer spuckt hoch zum Dings, weil er fehlt auf der Rückseite eben eine Ziegel. Also ihr würdet da neue Ziegel drauf machen. Ja. Ihr seid einfach klasse, ne? Woher kommt ihr? Rösrad. Okay, das ist nicht ganz so weit, ne? Aber nicht ganz so weit. GL auf dem Nummernschild, genau. Ja. Eure Firma heißt Michael Jansen. Also, wenn ihr Aufträge zu verteilen habt, Michael Jansen ist ein herzensguter Mensch, sonst wäre er heute nicht hier. Ne? Ja. Auch super, was ihr macht. Richtig super. Ja, geht nur zusammen. Ihr seht ja, was hier los ist. Ne? Seid ihr heute das erste Mal hier, oder was? Wir haben hier oben Wohnwagen stehen im Dental. Ihr habt hier einen Wohnwagen? Ja.
aber der steht noch, das ist alles gut. Bergauf, da ist Gott sei Dank nichts passiert. Deswegen haben wir so eine kleine Beziehung jetzt im Ort. Aber hier unten ist eine Katastrophe, da steht ja gar nichts mehr. Ne? Brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Ne? Da kriege ich auch Gänsehaut, wenn die Menschen schon machen. Ja. Lassen wir einfach. Vielen Dank euch. Ne? Für mich haben Kirchen wieder eine ganz andere Bedeutung gekriegt seit dem Unglück hier, muss ich klipp und klar sagen. Man verliert ja manchmal so ein bisschen Bezug, aber die St. Josefskapelle in Walpertsheim ist für mich ein ganz besonderer Ort und ich gehe auch in den Verein rein mit meiner Frau, da gibt es einen Förderverein für die Kapelle und haben schon, glaube ich, muss mal gucken, ob das hier sicher ist. Ja, einmal rüber. Also ich glaube, ich brauche gar nicht das Tal weiter hochzufahren, weil ich kann euch immer nur die gleichen Bilder zeigen von totaler Zerstörung. Und nochmal mein Appell an euch alle, die jetzt hier zuschauen und die einfach nicht wissen, wie sie helfen können. Doch, ihr könnt helfen. Bitte, bitte, bitte. Ihr müsst die Leute unterstützen, finanziell. Hier sind viele Leute, die nichts mehr haben. Die haben nur noch das, was sie anhatten, als sie sich aufs Dach gerettet haben oder am Baum festhalten konnten. Da habe ich auch ganz viele Sachen gehört, ganz viele schlimme Sachen. Die haben nichts mehr. Und jeder hier kann helfen. Wirklich jeder kann was machen. Und wenn es nur 5 Euro sind, die man spendet, also wenn das eben das ist, was man abgeben kann, dann ist es das eben. Aber man hat auf jeden Fall mit 5 Euro auch schon was geleistet. Und das ist mein Aufruf an euch alle. Man kann die Größendimension hier nicht fassen mit den Bildern, die ich euch schicke. Es ist einfach eine ganz schlimme Katastrophe hier. Und mein Aufruf an alle Naturschutzverbände, kümmert euch bitte um die Böschungen hier. Hier ist vieles im Argen, man findet hier vieles, man sieht vieles, was man mit einfachen Handgriffen rausholen kann. Also einfach machen. Soll jetzt wieder kein Aufruf sein, dass hier unkoordiniert losgelegt wird, aber man kann doch das hier, das muss sowieso mit der Hand aufgeräumt werden. Man kann es gar nicht anders aufräumen. Es ist erst wieder aufgeräumt, wenn das nächste Hochwasser da war und es wird weiter runtergespült. Bitte, also Mülltüte packen, hier hinkommen, Gummistiefel anziehen, anfangen aufräumen. Das ist wirklich eine Megakatastrophe. Ich weiß nicht, wie man das in den Griff kriegen soll. Das geht einfach nicht. Ich verabschiede mich von hier, weil ich muss auch noch andere Sachen machen. Ich kann nicht die ganze Zeit hier rumfahren und filmen. Muss mich um wichtige Sachen jetzt noch kümmern. Und ich denke, ihr habt Verständnis dafür. Aber ich werde heute auf jeden Fall noch mehr filmen. Es kommen noch einige Sachen. Und ihr habt hier einen Überblick, einen kleinen Überblick habe ich euch wieder gegeben. Helft einfach. Es geht nicht ohne eure Hilfe. Bis dann. Tschüss.